Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Basteln angesagt. Ich bin heute aber nicht ganz allein. Ihr seht, es stehen zwei Stühle da. Ich habe heute noch einen Überraschungsgast und freue mich ganz, ganz doll drüber. Das ist nämlich eine ganz liebe Freundin und langjährige Arbeitskollegin von mir. Na, und ja, und da ist es schon. Hallo meine Ja, das ist Christa. aber schön. Lange nicht gesehen, Jörg. Ich Grüße grüße dich. dich. Geht's dir gut? Ja, danke. Schön. Es geht gut. Und Willkommen dir? hierher. Dir auch? Ne, mir geht's auch gut, klar. Und Okay. Huch. ja, Christa wird uns heute mal hier ein bisschen ja, assistieren und zugucken und uns bestimmt auch viel erzählen. Na? Und ich würde nebenbei was basteln für die Christa. Und du hast ja auch zu Hause ein paar Tierchen noch. Ne? Ja, dann kannst du das einfach mitnehmen und vielleicht freuen sich deine Tierchen auch Ach drüber. so. Ne? Und was würdest du basteln? Hey. Ich kann mir schon denken, was. Ich würde mal heute probieren, einen Papagei zu Oh, basteln, das ist aber Christa. kompliziert. Und ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, aber wird auch bestimmt nicht ganz so top aussehen wie vielleicht so ein Ja, lebender Papagei. kein Ne? Problem. Aber ich versuche es trotzdem gut hinzukriegen. Ja, erstmal vielleicht, du hast ja auch, Christa, du hast ja auch schon viele, viele Tiere, vielen Tieren geholfen und großgezogen und so. Mensch, erzähl mal ein bisschen was Ja, darüber. also ich habe ja nicht nur den Papagei großgezogen, sondern Okay. ich habe ja auch noch viele Eichhörnchen, dann eine Krähe, dann ja, ein Reh und ja, und in Afrika haben wir noch ein kleines Dick-Dick großgezogen und ein Schildrabe und jetzt diesen Oscar, den Papagei. Ja, Okay. und der Papagei, den habe ich eigentlich, wenn man es so nimmt, gerettet. Denn der konnte jetzt nicht im Nest bleiben, weil er nämlich irgendein Handicap hatte. Und der war damals noch so 100 Gramm schwer, war also nicht mehr so, also hübscher, schöner Kerl ist es nicht gewesen, weil die haben noch nicht, sind nicht befiedert, wenn sie so 14 Tage alt sind. Sieht eigentlich mehr hässlich aus als Hülten. So, da musste ich erstmal eine Korrektur machen, dass das Bein jetzt wieder richtig, wieder in die richtige Stellung bekommt. Jedenfalls habe ich den Papagei weiterhin rund um die Uhr versorgt. Das ist klar, weil der musste ja nur erstmal jetzt das Ja, Fressen lernen. Das war ja auch nicht so einfach. Und was mich besonders immer bei sowas begeistert, dass dann sieht man schon die ersten bunten Federn. Und das ist irgendwie so ein Phänomen. Man denkt ja gar nicht, dass als so ein wunderschöner großer Papagei, bunt wie er ist, auf einmal jetzt dass er nach gar nichts aussieht, gar keine Federn hat, auf einmal so ein prachtvoller Vogel wird. Das hat mich immer sehr begeistert. Ja, es blieb natürlich auch aus. Ich musste ihm das Fliegen lernen. Dann dachte ich, wenn er fliegen kann, Bist du von mir weggeflogen, nee, das ist nicht so einfach. oder? Da habe ich immer so ein bisschen Abstand von dem Baum gehabt und dann habe ich den immer so einen Schubs gegeben. Der musste dann Okay. immer bis zu dem Baum flattern, Ja. bis er dann nachher von dem Baum zum anderen Baum und dann auf einmal fliegen konnte. Ja. So, und das war, ja, da dachte ich, jetzt kann er fliegen, jetzt kann er eigentlich auch sprechen. Die Ja. Papageien können ja auch sprechen, okay? So habe ich dann also angefangen, erstmal Hallo zu sagen zu ihm. Und das hat er auch alles schön, hat alles gut geklappt. Und wir haben ihn Oscar genannt. Aber es stellte sich dann raus, durch eine DNA, man kann das beim Papageien ganz schlecht feststellen, das Geschlecht. Und nach die DNA sagt, aber das ist kein Männchen, sondern ein Weibchen. Also gut, der Name blieb aber, denn er konnte jetzt schon Hallo Oscar sagen. Ja. Und dann, das Schöne ist, dass die Tonlage von einem, wie man ihm das beibringt, dass die das einfach dann Wiedergeben soll, ne? wiedergeben können. Ja, Das ist auch, ne? finde ich so phänomenal. Ja. Kennst du den Helga noch? Ja, die Helga kenne ich Helga noch. hatte ja einen Graupapagei, ne? Ja. Und dann hat die ja dann nach Grünau, wo die dann nach Grünau gezogen ist, nach Grünau genommen. Und da hatte ich immer mal geholfen, so bei der Wohnung herrichten und Gardinenstange Ja, anbringen und ja, tralala, ne? ja. Und der Papagei stand manchmal auf dem Balkon und dann hat er immer so gepfiffen, die pfeifen ja so, ne? Und die Leute, die gucken ja dann auch, wenn jemand nach ihnen pfeift, Ja. ne? Dann haben die so hochgeguckt und der so runtergerufen, hey, du rosa-rotes Arschloch.
Ja, das ist natürlich. Aber die Körperbakaien sprechen viel, viel schneller und besser, als sagen wir, als so ein großer. Ja, ja. Also ich habe dann nachher versucht, hallo Oskar kann wunderbar sagen, konnte er sagen. Er lebt ja noch. Ja, ja. Aber dann dachte ich, da könnte eigentlich mal Englisch noch lernen. Weil ich habe den eingetrichtert, I love you. Dann hat er aber immer gesagt, nur I love. da muss natürlich. Machen die eigentlich viel Blödsinn? Ja, da war ja pass auf, also, zu Hause ist der dann rumgeflattert. Ja, eins muss ich auch sagen, ich hatte ja schon noch mal einen Gelbhaar-Kakadu, hatte ich da auch mal irgendwie in der Mache, der war auch krank. Ja. Der Oskar, der hat, wenn ich den auf der Schulter hatte oder so, der hat nie mich vollgekackert. Ja, okay. Nie. Komisch. Okay. Da ist der Johnny anders gewesen, mein Star. Der hat mich immer vollgekackt. Ja, da sind die Vögel anders. Ja gut, der hat Blödsinn gemacht. Der hatte bei uns im Garten hatte der Freiflug. Der durfte alles machen. Und den habe ich dann immer mal zack freigelassen. Und dann hat er sich mit Krähen angelegt. Und dann hat er welche Wäsche aufgehangen. Habe. Da hat die Klammern kaputt gemacht. Und Peter und mein Mann sein Hemd drei Angel reingemacht. Echt? Das habe ich erst gar nicht gemerkt, erst beim Bügeln. Aha. Und da sind etliche Hemden ganz schön kaputt gegangen. Oh, das war nicht gut. Hast du dann bloß noch im Sommer angezogen, weil sie Löcher hatten? Das eine Mal hat mir das aber nicht gemerkt, aber ja gut. Jedenfalls, und dann durften in den Ländern, den tropischen Ländern, dort wo der Papagei im Vorkommt, nehmen die den wie so Wachhund. Der bewacht also dein Bereich, dein also Wohngebiet. Mittel- und Südamerika. Das wie Hund, ja, haben sie der. Ja. Der bewacht es. Und da mussten die Leute, also die eine zumindest, die kam immer mit dem Regenschirm, weil der ging immer so oft, und die ist eigentlich sehr tierlieb, aber der stürzte sich jedes Mal auf die, und dann habe ich gesagt, nimm den Regenschirm. Und dann klappt das auch. Dann hat er Blödsinn gemacht, zum Beispiel die Tür von der Tür, die Dichtung rausgeknappt. Dein Mann war begeistert, oder? Genau. Dann hat er die Pflaumen entkernt, das war wieder gut. Okay. Da konnte ich die bloß ablesen. Das war eigentlich eine gute Sache. Ach ja, also mit Oskar haben wir schon viel durch. Ich musste den wirklich rund um die Uhr. So ein Papagei ist auf Menschen geprägt, dem Partner. Die sind ja monogam, wenn sie jemanden ausgesucht haben, dann bleiben sie bei denen. Das heißt, am liebsten wäre mit ins Bett gegangen. Da habe ich aber gesagt, nee, das ist zu viel verlangt. Ja, ja. Also der hat auch dann, wenn wir Fernsehen geguckt haben, mein Mann, der hatte den mal jetzt so das war eine spannende Geschichte im Fernsehen. Und da hat er nicht mal gemerkt, glaubst du das? Und hat alle Knöpfe von dem Hemd abgeraspelt. Und da habe ich gesagt, hast du das nicht gemerkt? Nee, das war so spannend im Fernsehen. Herrlich. So, dann habe ich mit ihm natürlich ein paar Übungen gemacht. Das heißt, er sollte sich mal ein bisschen so rollen. Habe ich ihn auf die Seite gelegt, nachdem er dann so schön rückgerollert. Dann hatte ich gedacht, spielst du mal bitte ein bisschen mit dem Ball mit dem, so wie Fußball. Ja. Komischerweise, oder? Glücklicherweise wisst ihr, was er gemacht hat. Mit dem Schnabel im Ball so mir zurückgeworfen und dann ging das immer hin und her. Echt cool. Gut. Eine Besonderheit ist auch, vielleicht kann ich das auch noch sagen. Ja klar, immer zu, erzähl. Also wenn ich früh aufgestanden bin, da bin ich dann runter, habe ihn rausgenommen und habe ihn auf die Toilette gesetzt. Und da habe ich gesagt, mach schön Pupu. Und da hat er dort wirklich sein Geschäft gemacht. Ja in die cool. Toilette rein. Echt? Wahnsinn. Ja, bloß ziehen konnte er nicht. Wahnsinn. Das habe ich auch gemacht. Mega. Aber das fand ich immer so hervorragend. Ja. Und sag mal, du hast gesagt vor uns, dass du auch in Afrika auch Tiere gehabt hast. Du hast in Afrika mal ein paar Jahre gelebt. Vier Jahre. Ne? Wir waren vier Jahre mal in Äthiopien. Echt? Irre. Ja, mein Mann hat dort gearbeitet. Okay. In der Uni. Und wir hatten auch ein ländliches Gebiet dort. Ja. Und natürlich. Bleibt, wenn man immer so Tiere haben möchte, will man dann dort auch irgendwie Tiere haben. Ja. Und dann brachten sie mir so einen kleinen Schildraben. Echt? Cool. Ja, den habe ich hochgepäppelt. Das war der Felix. Und also ehrlich gesagt, das war auch ein richtiger, schöner Kerl. Den habe ich schön hochgepäppelt. Dann hatten wir Pantherschildkröten. Okay.
mehrere, weil jemand wollte unbedingt welche haben. Mhm. Da hat mein Mann ein Gehege gebaut, so dass die Panderschildkröten dort leben. Aber die sind ja so stark, die Witzerei, also die sind immer abgehauen. Mhm. Und die Kinder aus dem Dorf, also die brachten den immer wieder und kriegten von mir immer ein schönes Leckerli. Ja. So, und dann hatte ich noch einen kleinen Hasen, so einen Dalli mit langen Ohren, habe ich auch mal hochgepäppelt. Und dann brachten die Kinder ein ganz kleines Dick-Dick, das ist so eine Zwergkatzelle. Das ist so ganz klein, die unteren Büschen, immer, das hast du ja auch in Afrika gesehen. Ja, ja und dieses kleine Dick-Dick habe ich dann immer Ziegenmilch bekommen von unserem Boy. Hm. Die hatten Ziegen, aber irgendwie kriegte die dann Durchfall und ich konnte es nicht mehr retten. Okay. Ich bin dick. Mhm. Aber das passiert, oder? Ja, das passiert schon manchmal. Oh, das sieht auch schon gut aus. Ja, also ohne Tier geht eben immer nichts bei Bachmanns. Ja. Und sag mal, du hast ja auch Kinder. Was hast du mit deinen Kindern? Waren die auch in Afrika? Oder? Ach so, meine Kinder waren auch mit in Afrika. Und sind die in die Schule gegangen? Eine, ja, meine Tochter ging in die zweite Klasse und mein Sohn in die vierte. Okay. So, und da habe ich die eigentlich ein Jahr unterrichtet selber. Okay. Ich bin ja keine Lehrerin, ja. Ja. Aber ist egal. Jedenfalls hatte ich aber von der Schule alles, die ganzen Unterlagen mitbekommen, was ich machen musste. Ja. So, und ja, die haben es alles gut überstanden. Okay. Und meine Tochter ist Hebamme und mein Sohn ist Arzt. Also haben wir alles falsch gemacht. Ne? Haben alles richtig gemacht, ja. Oder? Ja. 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 Und sag mal, warst du zwischendurch jetzt mal, du hast ja auch schon einige Länder jetzt bereist, ja, warst du in Äthiopien wieder mal gewesen? Ja, wir waren also dann jetzt mal vor 3 Wochen in Äthiopien noch einmal, so im Urlaub, weil wir da noch jemanden kannten, der hat mit uns eine kleine Rundreise gemacht. Ja. Und was ich immer noch machen wollte, ey Gott, da hast du hier, ja gut. Ja, was ich immer machen wollte, da gibt es in Hara, in dem Ort, wo die Stadtmauer ringsrum ist, eine Stadtmauer um das Dorf rum oder der Stadt rum, da gibt es wilde Hyänen, also die Hyänen. Wow. Und die hat früher so ein alter Mann immer gefüttert. Okay. Mit Fleischresten, ist ja klar. Ja. So, und da dachte ich, Mensch, dort möchte ich gerne mal hin, ob es den noch gibt. Ja. Und den alten Mann gab es, glaube ich, nicht mehr. Da wurde gesagt, er wurde gefressen von denen. Ah, das weiß ich jetzt nicht. Ah, ich denke mal, da rutscht auch schnell einer nach. Ne? Ja. Irgendwie der Sohn, der das dann, glaube ich, der Sohn hat es dann übernommen. Mhm. Und da waren wir also dort gewesen. Und da meinten die, will denn jemand mal dort die Hähnen füttern? Ich meine, es war stockdunkel. Hm. Bloß ein paar Lampen waren da so an. Und die rannten auch alle quer durch die Gegend, die Hähne. Hm. Und da habe ich gesagt, na und gut. Hast du wirklich gemacht, oder? Ich gehe. Einfach so, ich gehe. Da bin ich dorthin und habe mich so hingesetzt oder so hin. Und der hatte so einen Korb mit vielen Fleischstückchen. Und die hat er dann auf so einen kleinen Stock dann gemacht und dann habe ich die Hähne gefüttert. Echt cool. Und da darfst du nicht keinen Puls haben. Hm. Da musst du ganz ruhig sein, oder? Hm. Ja, war ich auch. Und dann bin ich dann nachher ganz langsam wieder zurück und dann sagte, kommt noch jemand? Da hat sich auch keiner gemeldet. Und dann sagt, ob ich noch mal gehe. Nein, sage ich, jetzt ist gut. Ich bin froh, dass ich jetzt heil davon gekommen bin. Wahnsinn. Ja. Sag mal, du hast ja auch gesagt, du hast Eichhörnchen großgezogen. Das finde ich auch total interessant. Wie bitte? Eichhörnchen finde ich auch total interessant. Hast du auch großgezogen? Ja, Eichhörnchen. Oh, wisst ihr was? Die riechen komisch. Ja. Dann, wenn die so klein sind, die haben einen ganz, ganz komischen Geruch. Echt? Mhm. Mhm. Nö, da hatte ich viele Eichhörnchen. Die habe ich dann ausgesetzt. Wir haben ja da hinten so einen Garten. Ja. In unserem Garten habe ich die dann ausgesetzt. Okay. Und ja. Wo die da nur jetzt sind, weiß ich jetzt auch nicht. Jedenfalls. Und die waren aus dem Kurbel gefallen, oder was, die Eichhörnchen? Oder wie war Und es war der Wildpark, hat die mir immer mal gebracht. Okay. Ja. Der Wildpark, der hat mir manchmal so Eichhörnchen gebracht, die irgendwie gefunden wurden. Das finde ich auch mega spannend, sowas. Ja. Ja, wir sind, also jetzt nochmal zum Papagei.
Eigentlich hätte ich den gerne behalten, aber mein Mann hat gesagt, na, wir wollen verreisen und so einen Papagei dann alleine halten, das hätte ich nie gewollt. Da hätte ich mir noch einen dazulegen müssen. Und dann findet man erstmal nicht überall jemanden, der die versorgt. Gell? Das ist immer das Problem. Denn die sind eigentlich auch nicht ohne, die Papageien. Die machen ja auch so, ich weiß nicht, aber die haben Erstens so eine machen auch viel Pubertätsphase, kaputt. ne? Wie bitte? So eine Pubertätsphase machen Ja, die auch mit, ne? so mit Nein. 5 Jahren, so kommen die dann in die Pubertät. Ja. Und dann werden sie auch ein bisschen, wissen Sie, so offenmümpfig. Ja, Das ist ja da hat er das. mir ein Ohr gebissen. Naja, und wenn das manchmal, wenn das so Leute sich anschaffen, solche Tiere, es sind ja auch andere Großpapageien oder Sittiche, und die haben dann Angst davor, dann Ja. ist es für die Tiere ein schlimmes Schicksal, weil die meistens dann nicht wieder rausgelassen werden. Na, und Genau, das ist ja. immer eigentlich ein bisschen schade, dann muss man sagen. Und ja, da die haben auch mein Mann hat gesagt, naja, nee, das können wir nicht jetzt machen, du kannst sie nicht behalten. Und Ja, ja, ja. mit Tränen in den Augen haben wir den auch zum Züchter gegeben. Okay. Das war natürlich auch ganz schön hart für mich. Das glaube ich. Das Gell? glaube ich. Du hast ja selber Tiere Ja. Auch zu reichlich, Hause. auch Oh. reichlich. Reichlich, Ja, immer noch reichlich. ja. Ja, ich habe viele Brieftauben und meine Erdmännchen habe ich ja noch. Ja, Ne? schön. Und ja, und dann habe ich noch, gestern habe ich gerade, ich hatte noch 2 Mandarinentenmädels. Da habe ich gestern noch einen Erbel gekriegt dazu. Auch das ist so Und was Hübsches. ja, und das eine Mädchen gebe ich aber ab, das ist so eine Fehlfarbe. Manchmal fallen da so Fehlfarben auch, das ist so eine gelbe. Na? Und mein Kumpel, der züchtet aber auch gelbe, ne? Und ich mag aber die wildfarbenen, also insgesamt wildfarbene Tiere. Das ist genauso wie ein wildfarbener Tiger, der sieht einfach besser aus von der Farbe her als ein weißer, ne? Oder normal gefärbter Löwe besser als ein weißer Löwe, ne? Also es ist einfach also die Naturfarbe sieht immer schöner aus. Und so, Ja. auch wir hatten jetzt auch mal, wir haben ja so eine Wildkamera, ja, gucken dann immer, weil wir haben noch ein paar Wachteln, Legewachteln, ein paar Kanaren und ein paar Zwerg, nee, nicht Zwerg, wie heißt die? Ja, da haben wir, und jedenfalls war das aber nicht so gut gesichert, solche Sachen, dann machten wir die Wildkamera an, da ist einer reingegangen und zwar ein Hermelin, Okay. hat gekillt. Etliche Kanaris. Und dann kam ein großer, ich weiß nicht, das komme ich nicht auf den Namen. Egal. Also was da für Tiere rumrennen, glaubst du gar nicht. Und du musst alles sichern. Ja, Gegen das, auf Marder. jeden Fall, auf jeden Fall. Ach, das wird Butter Ja, Schnabel. das wird Schnabel, ja. Oh, der sieht ja gut aus. Naja, wird noch. Soll ich mithelfen? Nee, lieber nicht, dann verschnitzt sich. Hast du das mal gelernt, das Schnitzen? Nee, das ist. Das Nee. liegt eigentlich so in deiner Natur, oder? Naja, das. Hast du dir das angeeignet? Ja, das ist. Als Kind schon mal? Ich habe immer schon viel gebastelt und Als Kind? modelliert viel. Ja? Und ja, also ich habe ja zum Beispiel zu Hause ganz viele Tauben modelliert auch. Ne? Also die Aha. verschiedenen Rassetauben modelliert und bemalt und erst da. Oh, herrlich. Also ehrlich gesagt kann man nur drüber staunen, wie du das. Ich habe gar kein Bild. Machst du das jetzt einfach so? Aus dem Kopf, ja. Aus dem Kopf? Genau. Ich dachte nämlich, ob Das ich ist ein aber noch Bild zu mal groß. mitbringe. Da müssen wir noch ein bisschen kleiner machen. Ja, nur weil mein Mann sagt, wir wollen reisen. Wir waren jetzt schon in vielen Ländern. Ja, Indonesien und Thailand und Marokko und Echt cool. Südamerika und ja, China, Ja, super. Thailand Hast habe ich. du die Aras in Brasilien oder so? Warst du in Brasilien gewesen? Habt ihr die gesehen? Also den roten Ara habe ich ab und zu mal gesehen. Aber sonst nicht. Dann Hast du du warst schon in Namibia, warst du doch auch. Namibia, Da hast du ja. doch die Seelöwen auch gesehen und die Genau, Robben. genau. Also Die, Robben gesehen. aber Also, Massen, ne? ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Hunderte, Tausende. Ja, Wartet ganz. da so und Ja, so. wir waren in Pinguin Point, nennt sich das. Ein Ja, Katamaran oder draußen. sowas nennt sich ja. Genau, und Oh, sind ja so das sind, viele. also, es ist vielleicht 40.000 Robben Ja, gewesen, so, da ne? waren wir auch. Ja, auch viel, ne? Und
Ja, und dann haben wir eben, ich habe ja nur, auch, wir waren ja in Brasilien auch gewesen, in Amazonas und in Pantanal. Pantanal haben wir auch Hyazinth-Aras gesehen. Ja. Ja. Und die hatten dort in dem Gebiet, hatten die Gelbbrust-Aras ausgewildert mal in Pärchen. Aber die Hyazinth-Aras, die hatten dann von den Pärchen einen Partner gekillt. Ach, das ist die, gut, weil die ja auch dieselben Bruthöhlen bevorzugen. Ja. Und also habe ich echt gestaunt, dass die, also die sind ja auch nur wesentlich größer noch, die Hyazinthen. Ja. Oh, das ist und, gut, ja. Ja, das ist schon irre. Ne? Und Namibia war es auch? Ja, Namibia und dann in Tansania. Da war ich noch nicht. Tansania. Uganda war auch mega, so ein Berggorillas-Trekking und oh ja, Schimpansen-Trekking gemacht. Oh, das ist auch was Gutes. Das war ey, Wahnsinn, ey. Da hast du so eine Gänsehaut, wenn du auf einmal dann hier so zwischen ja, 16 Berggorillas stehst dort, ne, und die dich mitnehmen quasi, läufst dann quasi in der Gruppe mit, ne. Das war mega, mega stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das glaube ich. Ne. Klebst du das oder wird das jetzt? Nee, das wird dann alles gesteckt. Ne, das stecke ich dann alles. Ach so, das musst du halten dann. Oder machst du deinen Zahnstocher dran? Ja, das mache ich mit Bambus, mache ich das. Ach so, mit so. Ach, du hast ja solche Stöckchen, ja. Mhm. Genau. Ja. Ja. Na, jetzt wollen wir dieses Jahr nochmal nach Indonesien. Echt, ja? Ja, cool. Nochmal. Ja. Indonesien, mal sehen. Das ist cool. Im Oktober. Sag mal. Du warst auch in Indien gewesen, ha? In Indien? Ja, na, unsere Tochter und unsere Familie war dort für drei okay. Jahre. Okay. Und da waren wir natürlich auch in so einem Nationalpark. Da haben wir auch die Tiger gesehen. Echt? Ja. Das aber das Problem ist, das ist ja dann, wenn du so ein Nationalpark bist, das sind auch viele Busse und Trucks und was ich alles, wer ja. da alles, das sind ja. ja nicht nur die Touristen, das sind ja auch die Einheimischen, wollen ja das auch alles sehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und ja, und da. Warte mal, da gibt es doch so einen Tempel mit Ratten, ne? Da gibt es doch so einen Tempel mit Ratten. Hast du ach, denn, da gehen wir gar nicht hin. Warst du schon? Nee, nee? Gehen wir gar nicht hin. Das würde ich auch erstens gerne erstens, meine Tochter hat Angst vor Ratten. Und Ratten ist nicht mein Ding. Nee, okay. Also ich sage überall, okay. Nee, Taj Mahal und sowas, das haben wir alles angeguckt. Und, ja. Aber in diesem Bild, ja, nee. Ja, Ratten ist nicht so. Würdest du da hingehen? Ja, das würde ich mir gerne angucken. Oh, die krabbeln ja doch die Beine hoch. Ja, ich habe da kein Problem. Du musst aber unten zumachen. Nee, das ist für dich, du. Die rannten auch so rum. Ja? Ja. Ja. Also in Indonesien, in der Gaststätte, weil wir da ist waren, auch, da so eine ist einheimische ja Gaststätte. Das ist ja auch ein sehr, sehr armes Land, ne? Also das ist schon, ja, ist schon heftig ja. arm, ja. Du, da sitzt du im Restaurant, ja. Hm. Dann guckst du nach oben und da laufen wir in der Ratten rum. Und, echt? Ja, das ist boah, gruselig. Das Wahnsinn, ist gruselig. Wahnsinn. Dann hatten wir auch eine sehr schöne Suite gehabt. Was heißt Suite für uns? War das keine richtige Suite, die hatten so lange Vorhänge und alles so, oh, so gruselig. Ja. Ich habe erstmal alles besprüht, gegen Insektenspray, das ganzen Vorhänge. Und dann hat man so ein, es wurde uns mal angesagt, man sollte so einen Bettbezug nehmen. Okay. Sich ein, damit das, wenn die irgendwelche Viecher im Bett sind, dass die sich ankrabbeln, ja. Wisst ihr? Ja, ja. Und in der Nacht muss aber so eine große Assel. Peter irgendwie so da lang gelaufen sein. Er hat die genommen und hat die weggeschmissen. Also ich sage, wenn die bei mir gewesen wäre, hätte ich geschrien wie am Spießer. Nee, du, also was da alles. Und da gab es, da war Toiletten, also da habe ich dann Löcher und alles, habe ich dann Handtücher davor gemacht. Eigentlich Quatsch, in der ja. Ratte kommt da unten durch. Ja, ja, ja. Also da, das ist, also in Indonesien waren sehr viele Ratten, fand ja. ich den Eindruck. Kann sein, ha? Ja, aber Ratten hast du überall, die sind ja überall auf der Welt. Ne? Ja, also, ja. Wir haben das in, da waren wir in, warte mal, in Uganda war das gewesen. Oh, oh, da haben wir auch in so ein Camp, die Hütten sind ja alle so bloß ein bisschen mit Schilf oder ja, ja. mit irgendwelchen Blättern von Palmen gedeckt und so. Ne? Und ist ja eigentlich alles so weitestgehend offen. Ne? Oh, ja. Und, ja, und da hatte ich dann schon gesagt, in Leutschen hier, ich sage, Mensch, hier tut nichts irgendwas Essbares hier, weil die Tiere können dort rein und so. Ja, die hatten da noch nicht so drauf gehört und haben
Letztendlich waren dann die Ratten da gewesen und haben die Bonbons gefressen. Oh, gruselig, gruselig, gruselig. Ja. Da hast du auch mit den Affen Erfahrungen gemacht. Also in Äthiopien waren wir in so einem heißen Bad. Ja. Da waren massenhaft diese, solche Meerkatzen. Nee, das haben wir nicht, sowas haben wir nicht. Also Äthiopien, Äthiopien muss ich aber sagen, war ich noch nicht gewesen. Aber es ist ein sehr interessantes Land. Das, also ja, ich würde das jedem raten, da hast das du ja auch die Geladas in, ja, da waren wir. In den Bergen. Ne? Ja, also, die Geladas. Ja. Ja, da kam aber gleich einer mit der Flinte. Okay, ja, ja, das sind ja ganz und schön. Wir hatten noch unsere Freunde, ja, mit. Ich sage, nicht in die Augen gucken, ja, ja, richtig klein machen. Da haben wir uns so, ja, hingekniet und da konntest du die alle beobachten. Ja. Und der, die durften die nicht schießen. Okay. Nee. Ja, die stehen ja auch unter Schutz. Die, ne, stehen unter Schutz. Mhm. Ja. Und also die Schala, das war da hat uns erzählt. Und dann sind wir, die ganze Horde, die fressen ja die Wurzel. Die fressen ja, die kratzen ja, okay, auf der Erde, zack, und fressen und ernähren sich von den Wurzeln. Ja, ja. Und dann gehen die, das ist die ganze Horde, also ja, wie ist jetzt vielleicht 20, 30, 40, vielleicht 50 Affen, den Berg runter, das war so ein Plateau, runter, dann war so ein Fluss, Bach, ja, über den drüber, wir sind bis da runter, ja, mitgegangen mit den Affen. Okay. Ja. Und dann gehen die, und drüben war so ein Riesenfelsen und die schlafen ja in den Felswänden. Ja. Und dann so in, ja, ja, Höhlen, ja, ja, so in Spalten. Ja. Ach, das war hochinteressant. Ja, das glaube ich. Das, und das, die und das sind auch beeindruckende Tiere, ne, muss man sagen. Ne? Also die, oh, sind, was, also das, sehen toll aus. Ne? Ja, 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 war ganz begeistert. Mhm. Und vor allem, und die ernähren sich aber viel von Gras. Ne? Ja, die, Gras und Wurzeln. Ja, die, Gras, die, ja, die scharren immer so. Ja, ja. Das war so ein frisches Plateau, wo die da auch, wenn das war das Highlight, ja, muss ich ehrlich sagen. Das ist logisch. Bei der Hyäne hast du keine Angst gehabt? Nö. Ja, das ist cool. Ich hatte keine Angst. Ja, super. Ich sah runterfahren, sich einfach hinsetzen, ja, ich hab mal so, und so, nicht gucken. Hast du Bilder gesehen, wo die da direkt hier so ins Auto reingeschaut haben, die Hyänen? Ne? Also bei den Touristen ins Auto reingeschaut, da haben die dann auch mal die Beine weggezogen. Ne? Ach was. Ja, ja, ja. Also das würde ich auch gerne mal erleben. Sowas, nee, man, ne, muss sich damit schon beschäftigen, wenn, ja, man sowas macht. Und wenn man sowas macht, muss man, glaube ich, wissen, ob man es, ja, will. Ja, ja, ja. Das, Jogi, was hast du noch für Tiere zu Hause? Ja, ich habe ja noch meine Erdis. Ne? Ja. Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt noch zwei Mädchen behalten. Ich hatte letztes Jahr ganz, ganz viel Nachzucht von Erdis und das ist mir dann aber zu viele geworden. Ja. Ist auch blöd. Und, ja, und da habe ich dann die Männer abgegeben in den Tierpark und die haben gerade eine neue Gruppe aufgebaut, da passte das ganz gut. Mhm. Weißt du? Und habe drei Mädchen noch aufgehoben gehabt, und, also die Cora, Sally und die Maggie. Und jetzt ist aber eben so gewesen, dieses Jahr hat auch ein anderer kleiner Tierpark angefragt, wegen in Weibchen. Mhm. Und da habe ich dann auch mit der Steffi abgesprochen, mit meiner Frau. Ich sage, du, da gehen wir noch ein Mädel weg, da kann wenigstens eine dann als Königin amtieren und so. Ja, ja. Und das, ja. Warst du einverstanden? Ja, und da haben wir also ein Mädchen weggegeben, jetzt haben wir noch die Kuhhahn und die Sally behalten. Mhm. Und ja, und wir hatten das erstmal so gesagt, mit den Beten lassen wir es erstmal so laufen. Die sind ja auch noch jung, also. Leben ja dann auch noch mal 7 Jahre, denke ich mal, 6, 7 Jahre, na, durchaus. Und ja, und da, ich denke mal, das würde schon. Aber willst du das weitermachen, doch? Ja. Naja. So lange, wie du kannst, oder? Ja, das ist eben immer so eine Sache, ne? Hey, ja. Wie lange kann man? Ja, genau. So ist ich meine, die Frage stelle ich mir ja auch immer, wie lange jetzt, kann ich das noch? Ich meine jetzt so. Meine Tauben und so, das ist schnell mal vermittelt irgendwie. Aber Erdmännchen, da musst du ja dann auch erstmal einen Platz finden. Ne? Wenn ich selten mal hier kurzerhand eine Hocke mache, man weiß es ja nicht. Ne? Und deswegen, man wird ja auch nicht jünger. Nee, ja, ist richtig. Und ja, und deswegen. Und hast du noch einen Hund? Nee, du, unsere Hunde, die sind alle beide mittlerweile gestorben. Also wir hatten ja 2 Jahre aus dem Tierheim, weißt du ja, ne? Die kennst du ja noch, du trägst hier in Snow. Mhm. Und naja, und also einen Hund hast du nicht mehr? Nee, und die sind 16 und 17 Jahre alt geworden. Ja, und eine Mietz haben wir oft genommen, das ist eine Straßenkatze, ja, quasi. Schön. Und die hatte dann auch noch 4 Jungtiere in Schlepptau. Das war die dann noch zu vermitteln. Und die mussten mir aber, ja, das ist, dann habe ich erst mal die kastrieren lassen, die Katze. Und
Ja, damit die sich eigentlich noch mehr vermehrt. Genau. Ne? Aber das ist eine ganz süße, das Einzige, was die jetzt eben Birkisch hatte. Unsere Mietz, die sieht ein bisschen komisch aus, aber da kann sie auch nichts dafür. Oh, nee. Die ist eine sehr helle Katze, also weiß mit schwarzen Ohren und schwarzen Schwanz bloß. Und, wie eine Kuh. Ja, und, aber leider Gottes hat die Ohrenkrebs. Ach du Scheiße, das ist alles gibt. Ja, ja, und da mussten die jetzt der hat die äußeren Ohren abnehmen, weil das bösartige Krebs war. Och, was auch bloß. Und das geht ja aber richtig das gut. Ich schon nie gehört. Bloß, dass die eben keine Außenohren mehr hat jetzt, ne? Die. Ja. Und ansonsten geht es da aber gut, ne, ja, muss ich sagen. Gut, ja. Ne? Ja, und das ist ein bisschen schade. Naja, ich will mal sagen, gut, ja, die Ohren brauchen sie eigentlich, aber ja, die haben ja noch die Tasthaare, hat sie ich, ja auch. Ich habe auch gesagt, Mensch, oh, aber ja, die Ärzte haben eben gesagt, das kriegt man schon irgendwie hin und so, und Hühner oder Tauben hast du, glaube ich, noch, ha? Ja, Tauben habe ich noch. Und Hühner nicht? Die muss ich dann irgendwie. Hast du Hühnchen noch? Hühner? Nee, Hühner habe ich keine momentan. Ja. Also da weiß ich auch noch nicht. Ich habe eben deshalb auch die Hühner abgeschafft. Da sitzt ein bisschen schief. Ja, das macht nicht. Da kann ich auch mal so quer ja, sitzen. Ja, ja, das ist ja, die sitzen ja manchmal so ein bisschen schief. Ich würde den jetzt lassen, ehe der kaputt geht. Jetzt haben wir noch die Federn dran, dann ist das schon fast fertig. Ach, schön. Und guck mal hier. Ich habe einen Arbeitskollegen, der züchtet die zu Hause. Oh. Und hat mir natürlich Federn mitgebracht. Das passt natürlich wunderschön. Na. Na, das ist dann vollständig. Ja, das ist richtig cool. So viele. Ja. Ganz, ganz toll. Wir machen erstmal Schwanzfedern. Hast du ein bisschen gelb noch? Naja, gut. Naja, vielleicht gelb ist ja hier sowieso drin. Ja. Und mal gucken. Oh, Wahnsinn. Eigentlich gelingt dir das jedes Mal, hä? Oder? Hast du schon mal Bruch gehabt? Also meistens. Ich will mal so sagen, ich versuche es, mein Bestes immer zu geben. Ne? Ja. Und Wahnsinn. So. Ja, da hast du eigentlich auch voll zu tun zu Hause mit deinen Tieren. Ne? Ja, also es macht mir aber Spaß, muss ja, ich ganz ehrlich ist, sagen. Das ist eben das Wichtige. Ja. Solange wie das Spaß macht, kann man das auch machen. Ja, ja. Das ist wirklich wichtig, sowas. Da kann man dir auch nicht schlecht helfen, ha? Naja, das ist immer. Ich denke, ich glaube, dass, da kannst das du würde, dann würde. Was sagst du? Da kannst du mir schlecht helfen. Das ja, stimmt. Das ist wirklich. Ich dachte, ja, kannst du was zuschneiden? Oder so, nee, das glaube ich, du musst das selber machen. Naja. Das geht jetzt noch schnell hier. Na, das sieht schon ähnlich fast aus, Gabas. So, Christa, so sieht er aus jetzt hier. Der wird sich freuen, wenn er das sieht. Nee, also ich hätte nicht gedacht, dass du den so wunderschön hinkriegst. Da freue ich mich. Ja. Also er ist auch gut gefüttert. Also, dicker Papagei auch. Nee, also ehrlich gesagt, also ich staune. Ich hätte nicht gedacht, dass du das ja, so das gut ist auch nicht. Also Papageien sind wirklich nicht einfach. Ne? Ja. Aber ich freue mich, dass er dir gefällt. Also da ist die Krähe besser, ne? Eine Krähe. Die ist einfacher, glaube ich. Ja, schwarz. Ja. Mehr nicht. Aber hier ist so viel bunt drin. Ja, ja das ist, das ich finde das auch ganz gut gelungen. Ja. Na, und ja, ich freue mich, dass ich dir dann mitgeben kann. Ach, da freue ich mich, ja. Der kriegt einen Ehrenplatz. Und dann sollst du dein Tierchen verfüttern, weil sie freuen sich auch. Die bickern da auch dann rum. Denkst du? Ja, nicht klar. Das machen die schon. Du wirst ihn wahrscheinlich bloß dann runternehmen müssen. Ich kann ja meinen Garten hinstellen erstmal. Ach, das Gerüst, soll ich das mitnehmen? Ja, nicht klar. Ja, ist gut. Und kannst du dir deinen Garten stellen erstmal und wirst ja sehen. Mach ich. Ja, und ja, ansonsten die Melone könnt ihr auch so noch essen. Ich schälste bloß und gut ist. Ich
ist ja schön, dass du da warst. Ich habe mich echt darüber gefreut, ne, dass das hier alles so schön geklappt hat und dass du auch so viel erzählt hast und so Informatives auch erzählt hast. Und, Dankeschön. Ja, und freue mich, ich hoffe, dass wir uns bald noch sehen. Ja, ne? Ich denke. Du sagst ganz liebe Grüße an dein Männle. Ja, ne? Mach ich. Und Peter, dann kenne ich auch. Und das alte Frau, ja. Mach sehr schöne das Grüße. Das mache ich, meine Christa. Mach's gut, mein Lieber. Lass es gut gehen, bleib schön gesund. Ist ein bisschen Schlepperei, aber. Ja, ja. Ich schleppe im Leben mit. Gut, meine Christa. Dann danke ich dir. Und viel Spaß damit. Oh, das ist aber schwer. Ja. Schwer war, glaube ich. Na, okay, mal sehen, wie ich den transportiere. Okay. Mach's gut. Mach's gut, meine Christa. Tschüssi. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht, ihr Lieben. Ja, und bis zum nächsten Mal. Christa ist jetzt gerade beim Wegschleppen vom Papagei unterwegs und hat dann, denke ich, noch ein bisschen Spaß damit. Und ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Bis dahin, euer Jörg. Tschüssi, macht's gut.